Sei gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Ich stelle dir in diesem Video die neuen Marshall Motive 2 mit aktiver Geräuschunterdrückung vor. Was ist alles neu und wie gut sind die neuen Bluetooth-Kopfhörer? Das erfährst du bei uns. Mein Name ist Carsten von TestVenture und das ist mein Review. Los geht's! Ohne viel vorwegzunehmen. Die Marshall Motive 2 kosten derzeit knapp unter 200 Euro und können durch eine tolle Musikqualität und die aktive Geräuschunterdrückung überzeugen. Dazu kommt ein Marshall-typisches Design. Leider sind die guten Stücke nur in Schwarz erhältlich. Ich kann mir auch knallige Farben gut vorstellen, ohne dass Marshall sein Gesicht verliert. Lieferumfang. Mit dabei die Motive 2 ANC True Wireless Kopfhörer. Eine Ladebox, ein USB-C-Ladekabel, das Handbuch sowie rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise und insgesamt drei Ohrstöpsel in S, M und L. Unterschiede zum Vorgängermodell. Die wohl wichtigsten Neuerungen sind eine verlängerte Spieldauer von bis zu 10 Stunden und die verbesserte Tonqualität bei Anrufen. Zusätzlich verfügt der Motive 2 In-Ear-Kopfhörer über Spotify-Tab, eine Lautstärkeregelung per Touchbedienung und LE-Audio. Bei der Lautstärkeregelung kann leider nur lauter oder leiser ausgewählt werden. Möchte man beide Möglichkeiten, muss auf die Geräuschunterdrückung verzichtet werden. Design und Tragekomfort. Wie von Marshall gewohnt, bekommen wir kein Standarddesign. Bei den Marshall Motive 2 gibt es viele kleine Details zu entdecken. Marshall bleibt sich seiner Linie und Zielgruppe treu. Das Ladecase hat eine raue Oberfläche und ist wie auch die Kopfhörer in Schwarz gehalten. An der Vorderseite haben wir das Marshall Branding und einen Knopf für die Akku-Status-LED sowie die Bluetooth-Verbindung. An der Unterseite befindet sich noch der USB-C-Ladeanschluss. Zusätzlich ist die Ladebox mit einer IPX4-Zertifizierung versehen worden. Die Marshall Motive 2 haben dahingegen eine IPX5-Zertifizierung und sind somit etwas besser vor Wasser und Staub geschützt. Das Design der Kopfhörer ist ebenfalls außergewöhnlich. Die Stäbchenform bietet eine Oberfläche mit Struktur, wobei unterhalb noch ein goldenes Detail hervorsticht. Das M für Marshall ist an der Seite gebrandet und ist gut in Szene gesetzt. So ist für jeden ersichtlich, um welche Marke es sich handelt. Auf der Rückseite befinden sich noch die Sensoren und die Seitenanzeige, so kann links und rechts nicht vertauscht werden. Optisch ein Hingucker und nicht zu groß für das Ohr. Ich habe die Motive 2 ANC in meinem Test einige Stunden am Stück getragen und bin auch beim Tragekomfort sehr positiv überrascht. Bei mir sitzen die kabellosen Kopfhörer fest, ohne dabei unangenehm zu drücken. Wirklich tolle Kopfhörer bis hierhin. Verbindung und App. Für die Verbindung über Bluetooth 5.3 öffnen wir die Ladebox und halten den Knopf gedrückt, bis die LED anfängt blau zu blinken. Danach wählen wir die Marshall Motive 2 in unserer Bluetooth-Liste aus und schon sind die Kopfhörer mit dem Smartphone gekoppelt. Durch die vorhandene Mehrpunkt-Konnektivität können bis zu zwei Geräte gleichzeitig verbunden werden. Starten wir die App, müssen wir nochmal das Koppeln bestätigen und die Motive 2 werden binnen Sekunden angezeigt und es können Einstellungen vorgenommen werden. Funktionen. Gehen wir die Marshall App einmal durch, haben wir oben die Akkustandsanzeigen. Direkt dort drunter befindet sich auch schon die Steuerung der aktiven Geräuschunterdrückung. Ein- und Ausschalten ist möglich, sowie die Regelung der ANC-Stärke. Die Möglichkeit bietet sich auch im Transparenzmodus. Als nächstes folgt der Equalizer mit verschiedenen Presets und ebenfalls der Möglichkeit der individuellen Einstellung. 5 Frequenzbänder können eingestellt werden. Ich persönlich habe den Equalizer nicht benötigt. Weiter unten befinden sich noch die Touch-Bedienelemente. Hier kannst du ganz einfach deine Funktion am linken und rechten Ohrhörer auf deine Vorlieben anpassen. Neu mit dazugekommen ist auch Spotify Tab. Eine Erklärung findet ihr dort natürlich auch.
Eine weitere kleine Funktion ist die Akkuschonmöglichkeit. Im Prinzip sind alle gängigen Funktionen mit an Bord. Sprachqualität. Die Mikrofone und die Verbindung sollen durch den Low Complexity Communications Codec, abgekürzt LC3, verbessert worden sein. Wir hören uns einen Mitschnitt in ruhiger Umgebung und einen mit Lärm an. Ihr hört bereits die Marshall Motive 2 Mikrofone in einer ruhigen Umgebung. Die Qualität kann überzeugen und die Stimme ist sehr klar und verständlich. Machen wir den gleichen Test an einer Hauptstraße. Ihr hört sicherlich schon selbst, dass die Stimme gefiltert wird und die Marshall Motive 2 versuchen die Umgebung auszublenden. Funktioniert ganz okay, würde ich sagen, geht aber besser. In den Sprachpausen ist kaum etwas zu hören. Overall ein gutes Ergebnis. Aktive Geräuschunterdrückung. Wie im Namen der Motive 2 ANC erwähnt, besitzen die kabellosen Kopfhörer auch eine aktive Geräuschunterdrückung. Diese ist wie schon erwähnt in der App und in der Intensität steuerbar. Die Geräuschunterdrückung ist in meinen Augen gut gelungen und funktioniert überdurchschnittlich gut. Tiefe Frequenzen werden sehr gut gefiltert, die Umgebung ist natürlich noch wahrnehmbar, wird aber deutlich ruhiger. Ich bin damit zufrieden, ob im Fitnessstudio, beim Einkaufen oder spazieren gehen, die Motive 2 machen einen guten Job. Für ein noch besseres ANC müsste der ein oder andere Euro zusätzlich auf den Tisch gelegt werden. Akkulaufzeit. Marshall hat bei der Akkulaufzeit einen Sprung nach vorne gemacht und packt im Vergleich zum Vorgänger 10 Stunden zusätzlich obendrauf. Wir kommen also mit aktiviertem ANC auf gute 6 Stunden am Kopfhörer, dazu kommen 30 Stunden zusätzlich über die Ladebox. Das sind gute Werte auf dem Papier, aber auch in meinen Tests kam ich annähernd auf die gleichen Werte. Ich habe den Kopfhörerakku dabei komplett leer laufen lassen. Auch gut, dass QI Wireless Charging mit dabei ist, da wird teilweise kein Wert draufgelegt, habe ich persönlich das Gefühl. Aufladen dauert etwa 1,5 Stunden. Musikqualität. Marshall hat in den Motive 2 dynamische 6mm Treiber verbaut, die verdammt gut nach vorne gehen. Punchige und breite Tiefen und im Sprachbereich haben wir eine ganz stark klingende Präsenz. Ich würde nicht einmal sagen, dass der Rockbereich alleine davon profitiert. Der Sound ist ausgewogen, crispy, deep und auch die hohen Frequenzen können mich abholen. Ich habe meine Test-Playlist bestehend aus vielen verschiedenen Genres von Klassik bis Metal durchgehört und habe keine größeren Schwächen feststellen können. Sehr erfrischend und verstecken müssen sich die Marshall Motive 2 sicherlich nicht. Die In-Ear-Kopfhörer können mit Sony, Apple, Sennheiser in dem Preissegment ohne Probleme mithalten. Verfügbar sind die Audio-Codecs SBC, AAC und LC3. Fazit: Mich persönlich haben die Marshall Motive 2 ANC Kopfhörer überzeugt. Klar, im Vordergrund steht eine sehr gut gelungene Musik- bzw. Audioqualität. Dazu kommt ein hübsches Design mit tollen Details. Auch die Marshall-Applikation kann mit ihrer Funktionalität punkten. Gewünscht hätte ich mir auf der anderen Seite eine Farbauswahl, die über das Schwarz hinausgeht. Oder auch im ANC-Bereich noch ein Ticken mehr Geräuschunterdrückung in den hohen Frequenzen. Wir bekommen von Marshall einen sehr guten Kopfhörer geliefert, tolle Performance, die auch von uns mit 4,5 von 5 möglichen Sternen belohnt wird. Dir hat das Video gefallen? Dann drück doch auf den Like-Button und schreib uns dein Feedback in die Kommentare. Bleib auf dem Laufenden und abonniere kostenlos den Testventure-Kanal. Glocke aktivieren nicht vergessen. Danke für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal, deine Testventure-Crew.